Ja, hat Alexander Lukaschenko den Bogen überspannt? Hat er die Proteste im Land und die Opposition nicht ernst genug genommen? Diese Frage geht jetzt an Stefan Melle vom Deutsch-Russischen Austausch, einer Organisation, die sich für zivilgesellschaftliches Engagement einsetzt. Herr Melle, 26 Jahre lang ist Lukaschenko durchgekommen mit diesem Politikstil. Was ist diesmal anders? Ja, einen schönen guten Tag. Also ich denke, es ist diesmal wirklich anders. Erstens, es sind 26 Jahre und nicht mal 21 oder 15 oder noch weniger. Es ist auch einfach eine ganze Generation vergangen und es ist auch eine ganze Generation noch neu herangewachsen, die andere mehr internationale Erfahrungen hat, die mit dem Internet groß geworden ist. Und was wir auch sehen, ist, dass wir jetzt tatsächlich milieuübergreifend einfach Leute haben, die wirklich unzufrieden sind und das so nicht mehr hinnehmen wollen. Also es reicht wirklich sozusagen, wie es immer heißt, von der kreativen Klasse oder von der Jugend und der studentischen Jugend bis hinein, also in diese Arbeiterschaft der Staatsbetriebe, das ist eben schon erwähnt worden, es gibt ja immer noch eine ganz große Staatswirtschaft auch in Belarus und die eben auch in Streik getreten sind und das sind alles Dinge, mit denen Lukaschenko tatsächlich nicht gerechnet hat. Das ist jetzt wirklich auch anders anlaufen würde, das war schon vor den Wahlen zu sehen mit diesen großen Demonstrationen und erstens, weil so dermaßen grob schon vorher die Kandidaten auch aus dem Spiel genommen wurden und die Frauen haben das dann übernommen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor für diese andere Situation jetzt, dass die Frauen so eine starke Rolle, so eine starke Sichtbarkeit haben und so eine Selbstständigkeit haben, auch so eine, ja, so eine Selbstorganisation. Und dadurch ist auch die Möglichkeit, friedlich zu agieren, sehr viel stärker. Lukaschenko war ja schon zu Beginn sehr brutal gegen diese Proteste vorgegangen. Heute hat er angekündigt, die Proteste endgültig auflösen zu wollen. Wie viel Sorge macht Ihnen diese Ankündigung? Das macht mir wirklich Sorge. Ich halte das wirklich für möglich. Es ist eines der Szenarien, die viele Experten und Expertinnen in den letzten Tagen auch so durchgedacht haben, weil eigentlich ist es die letzte Möglichkeit für Lukaschenko, seine Macht tatsächlich noch für irgendeine Zeit zu erhalten und seien es auch ein paar Monate, indem er richtig drauf drischt, indem er es wirklich zerschlägt. Und heute Morgen gingen schon sehr früh also die Nachrichten auch los im Internet, über die sozialen Medien, so von Leuten, die geschrieben haben, Achtung, Achtung, OMON, die Truppen, die Sondertruppen fürs Ministerium sind jetzt an dem Traktorenwerk und werden auch die Leute da jetzt irgendwie wegnehmen und offenbar gibt es auch wieder einzelne Festnahmen. Also das andere ist, dass wir eben auch sehen, es wird im Moment sozusagen, werden die roten Linien abgesteckt. Vorhin im Bericht war schon zu hören, dass also alle davor warnen, hier eine Einmischung von außen zu haben. Ich denke auch, dass die EU das im Moment sehr gut macht, dass sie sagt, wir müssen einen Rechtsrahmen anlegen. Ja, die Wahlen müssen wiederholt werden, die waren gefälscht, die waren massiv gefälscht. Aber wir mischen uns nicht ein, das müssen die Belarussen selber machen und sie können es auch, sie sind stark, ja, und sie sind unglaublich aktiv. Aber zum Beispiel die russische Führung, Peskow und auch Lavrov, der Außenminister, die sagen halt, ja, wir sehen Zeichen für ausländische Einmischung. Ja? Das heißt, die warnen jetzt schon, nicht? Und deswegen kann es wirklich auch passieren, dass es wirklich zu einer blutigen Eskalation kommt und das wäre das Schlimmste. Der Belarus-Experte Stefan Melle, vielen Dank für diese Einschätzung nach Berlin. Gerne, danke.